Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei Medienklagemauer TV. Nach dem gestrigen Auftakt unserer Sendereihe zu Syrien setzen wir diese heute fort und zeigen Ihnen die zwei Welten der Berichterstattung. Nach der Rede des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad hagelt es Kritik aus fast allen westlichen Medienlagern. So schreiben Erika Solomon und Peter Graf von Reuters Deutschland: Der syrische Präsident Bashar al-Assad gibt sich trotz immer größerer Erfolge der Rebellen kompromisslos. Neue Vorschläge zu einer Lösung des Konflikts bleiben aus. Die New York Times titelt: Trotzige Rede von Assad ist eine neue Blockade des Friedens in Syrien. Die sachlich und fundierte Übersetzung von Karin Leukefeld für die Junge Welt zu diesem brisanten Thema sieht da ganz anders aus. Bei den anhaltenden Auseinandersetzungen handele es sich nicht um einen Krieg zwischen der Regierung und der Opposition, sondern um einen Krieg der Nation gegen Mörder und Kriminelle, sagt Assad. Zur Beilegung des Konflikts machte der Präsident mehrere Vorschläge. So solle mit allen, die Syrien nicht verraten haben, eine Versöhnungskonferenz und eine verfassungsgebende Versammlung einberufen werden. Auf deren Basis solle es Neuwahlen und eine neue Regierung geben. Für alle im Zuge des Konflikts Verhafteten kündigte Assad eine Amnestie an. Bedingung für jede politische Lösung sei jedoch, so Assad, dass regionale und internationale Mächte die Finanzierung und Bewaffnung der Aufständischen einstellen. Die Terroroperationen müssen beendet und, so Assad, die Grenzen wieder kontrolliert werden. Die einseitige Verdrehung solch brisanter Informationen durch etablierte Medien kann man angesichts der sich zuspitzenden Lage in und um Syrien nur noch als verbrecherische Propaganda deklarieren. Bleiben Sie dran, meine Damen und Herren, und hören Sie morgen Abend einen brisanten Zeugenbericht eines in Deutschland lebenden Syrers, der sich des Öfteren in Syrien aufhält und Assad persönlich kennt. Ich verabschiede mich von Ihnen und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.